Oktober gibt es erst einmal die Versammlungsauflagen mit der Birnfeld. Aber erlaubt mir erst einmal eine Geschichte aufzuarbeiten, die zeigt, wie verlogen die Presse zum einen und zum anderen der politische Gegner ist. Dass wir bei Pegida diffamiert werden, wo es nur geht, ist ja nicht neu. Wir jammern da auch nicht drum, wir alle können damit umgehen. Jetzt kommt aber eine kleine Anfrage im Landtag des linken Abgeordneten Scholbach. Und diese Anfrage geht dann schon in Richtung des Verdachts üble Nachrede. Aber der Reihe nach. Im September hat dieser mutmaßliche Feind der freien Meinungsäußerung eine Anfrage gestellt, die verkürzt lautete: Aufgrund welcher und wie vieler Äußerungen oder Handlungen wurden bei Pegida-Veranstaltungen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Begehung von Straftaten eingeleitet? Und jetzt bin ich ja seit März 2017 Versammlungsleiter und muss ja für Vorfälle, die während unserer Versammlung passieren, gerade stehen. Und da hat es mich natürlich sehr überrascht, wie kriminell unsere Redner, unsere Mitglieder, unser Team, ja ich selbst und natürlich die Teilnehmer sind. Fast 200 Straftaten sollen in 183 Veranstaltungen begangen worden sein. Die heutige ist ja noch nicht rum. Das war zumindest die Meldung vom vorletzten Donnerstag im MDR-Propagandafunk und der städtischen Lügenpresse. Und jetzt habe ich einmal willkürlich ein paar dieser mutmaßlichen Straftaten herausgepickt, die wir da begangen haben. Am 5.6.2017 waren es Beschimpfungen von Bekenntnissen, Religionsgemeinschaften oder Weltanschauungen. Ja, Freunde, das muss der Sturzenberger gewesen sein, anders ist mir das nicht zu erklären. Am 19.06.2017 hatten wir eine Beleidigung. Der Beschuldigte, in Klammern Pegida-Teilnehmer, soll einen Teilnehmer der Gegenkundgebung mit Worten beleidigt haben. So etwas hatten wir auch am 13.03.2017 und da hat sich eine brasilianische Staatsbürgerin im Umfeld der Pegida-Veranstaltung fremdenfeindlich behandelt gefühlt. Am 1.05.17 gab es eine gefährliche Körperverletzung. Dabei steht, Geschädigter wird durch Ordner der Pegida unsanft aus dem Versammlungsbereich entfernt. Am 23.04., auf das habe ich dann auch gewartet, 18 gab es die Volksverhetzung. Der Anzeigeerstatter gibt bekannt, dass eine männliche Person bei einer Pegida-Kundgebung ein Plakat mit dem volksverhetzenden Schriftzug bei sich führte. Mehr stand nicht dabei. Wir hatten noch Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Hier wurde das Landeswappen herausgeschnitten, das hier nicht erlaubt ist. Eine Vermummung hatten wir noch, das war am 22.05.2017. Hier nahm eine Burka-Trägerin, die aus patriotischen Kreisen stammt, an unserer Versammlung teil. Also alles gravierende Vergehen und es wurde alles ordnungsgemäß aufgelistet. Auch die Beleidigung am 19.03.2018, wo steht, ein Teilnehmer der Pegida-Versammlung trägt ein Plakat mit einer ausländerfeindlichen Aufschrift. Ein Versammlungsteilnehmer der No Pegida fühlt sich dadurch beleidigt und erstattet bei den Beamten vor Ort Anzeige. Freunde, so läuft das also. Die Linken überziehen uns mit jedem, wegen jedem Schmarrn mit Anzeigen und stellen dann im Landtag die Anfrage, wie oft sie uns angezeigt haben. Und damit wollen sie beweisen, wie kriminell wir sind. Und übrigens, der Lutz hat es gerade schon reingesagt, alle dieser gerade aufgeführten Straftaten wurden eingestellt. Oder Strafverfahren. Und jetzt kommt das Zusammenspiel mit den Schmierfinken der Presse, die schreibt allen Ernstes, die islamfeindliche Pegida-Bewegung in Dresden hat Sachsens Justiz bereits reichlich Arbeit beschert. Wir wären also schuld. Freunde, eine in der Tat sinnlose Arbeit der Behörden, die es ohne die hirnlose Anzeigeflut der Linken gar nicht gegeben hätte.
Und uns gibt nämlich kein Wortlaut eurer gammeligen Transparente. Keine Beleidigung, keine obszöne Geste. Es ist uns wurscht, ob ihr euch vermummt. Dann müssen wir eure hässlichen Gesichter wenigstens nicht sehen. Bestimmt wieder fünf beleidigt und zeigen uns an. Aber dann bitte allein. Der Landesregierung und der Exekutive und der Justiz werden aber damit Ressourcen genommen, die wir dringend brauchen. Und damit bin ich bei Teil 2 meiner Rede. Und sagen wir, dieser Teil 2 ist eine Geschichte. Eine Geschichte von einem jungen Mann, nennen wir ihn Ahmed. Ahmed stammt aus Afghanistan, glaube ich zumindest. Er ist 25 Jahre alt, er hatte keine schöne Jugend und keine Perspektive. Er kam zu etwas Geld, leistete sich einen Flug in die Türkei, wo er 2015 ankam. Und der clevere Bursche schlug sich nach Ayvalık durch, von wo aus man ohne großes Risiko übersetzen kann zur Insel Lesbos. Und von dort plante er die Weiterreise ca. 2200 Kilometer nach Deutschland. Und auf diesem beschwerlichen Weg musste er nach eigenen Angaben nur 150 Meter zu Fuß gehen, und das war der Übergang im September 2015 nach Deutschland über die Freilassinger Grenze. So, und aber ab da war der Ahmed der Ali. Der Bart und die Beine wurden rasiert und er verjüngte sich um 9 Jahre von 25 auf 16. Brav durchlief der Ali das Asylverfahren, aber trotz Residenzpflicht besuchte er Italien, Frankreich, Holland, wurde dann in Deutschland mehrfach straffällig wegen Drogenhandels, Körperverletzung, Diebstahls und anderer Kleinigkeiten. Und die Formenstrafe von Sozialstunden ließ er ebenso sausen wie den Integrationskurs. Da er zwischendurch jetzt zum zweiten Mal volljährig wurde, wurde sein Asyltrakt dann auch negativ beschieden und er sollte abgeschoben werden. Und an einem der seltenen Tage, an dem er sich in seiner Unterkunft aufhielt, um seinen Flüchtlingsfreunden vom schönen Leben in Dresden, in Deutschland zu berichten, wurde er vor nicht allzu langer Zeit, wurde dort die Polizei informiert, die ihn aufgreifen und abschieben sollte. Der Abflugtermin war wie bei all solchen Aktionen zeitnah, doch dann ratterte ein Faxgerät. Ein Anwalt schickte eine einstweilige Verfügung, dass eine Abschiebung nicht möglich wäre, da angeblich einst das Strafverfahren noch nicht abgeschlossen wäre. Und kurzfristig war es nicht möglich, vom Gericht eine Bestätigung dafür erteilt zu bekommen. Die kam erst am nächsten Morgen und da stand drin, dass kein offenes Verfahren gegen Ali vorliegt und er rechtskräftig verurteilt ist und er hätte ausreisen müssen. Aber der Flieger war weg und der Ali ist bis jetzt auch nicht mehr aufgetaucht. Freunde, soweit die Geschichte, die natürlich frei erfunden ist. Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen mit Sachverhalten oder Personen aus einem Asylbewerberheim sind rein zufällig. Niemand hat mir das durchgesteckt. Ich habe es mir natürlich nur ausgedacht. Damit der Herr Scholbach nicht wieder in seinen Landtag taumelt und Pegida anstatt seiner eigenen Fraktion kriminalisiert, bleibe ich im Konjunktiv. Ein Mehrfachtäter Ali, ohne Bleiberecht, wenn es ihn denn gäbe, würde der Gesellschaft inklusive aller Kosten, auch die für seinen verlogenen Anwalt, ca. 1 Million Euro im Jahr kosten. Und dafür könnten wir 375.000 kostenlose Mahlzeiten für Kindergärten, Schulen oder Altersheime zubereiten. Wir könnten 620.000 kostenlose Kurzfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln finanzieren. Oder wir könnten 60 Obdachlosen eine Wohnung und eine Chance für die Wiedereingliederung in unsere Gesellschaft ermöglichen. Wir könnten natürlich auch knapp 3 Tage die Kosten des Flughafens in Berlin finanzieren. Oder noch 100 Monate
also gut 8 Jahre, die Entschädigung in Höhe von monatlich 9.924,70 Euro des Abgeordneten Scholbach finanzieren. Freunde, es muss uns klar werden, und das ist heute meine einzige Aussage zu Wahlen und Parteien, ein Weiter-so ist nicht länger möglich. Die Alis dieser Republik, die können und wollen wir uns nicht länger leisten. Und genau wie Politiker, die die freiheitlich-demokratischen Grundwerte nicht respektieren. Wir sind alle Menschen, die selber denken, jeder für sich und jeder mit klarem Verstand und jeder mit Sorge um seine Kinder und seine Enkel. Und an den PDS-Mann Scheubach schicke ich meinen persönlichen Gruß. Sie bekommen bei uns gerne Nachhilfe, wie friedliche und gewaltfreie Veranstaltungen ablaufen. Und gern dürfen Sie das an Ihre Linksterroristen oder Kindersoldaten der Antifa weiterreichen. Aber was wir Ihnen nicht vermitteln können, Herr Scheubach, das ist gesunder und demokratischer Menschenverstand und der Intellekt, gespaltene Gesellschaften wieder zusammenzuführen. Danke, Patrioten! Ja.